So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ja, schon 2 Wochen her, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Inzwischen haben wir das hier auf Deutsch geschaltet. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir heute vorhaben. Auf jeden Fall sind wir hier bei unseren Raben. Hugi, ein Kopfpolster für die Erschöpften, verbringt die Nacht in deinem Bett, um gestärkte Vollenergie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Kissen darstellen. Kisten, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während der Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Und jetzt ist er weg. Ja, sollten wir uns nochmal ein paar Dinge ins Craft nochmal schnell, wo er recht hat. Hat er ja recht, ne? Lass mal ganz kurz nochmal ganz kurz. Hier sind wir ruhend, hier zu Hause. So, Werkbank. Was ist das? Zu weit. Benutzen. Und zwar sollten wir noch upgraden. Upgraden könnten wir beim nächsten Mal. Craften. Eine Fackel. Hacke. Hä? Wo steht denn die Holzpfeil? Herstellen. Aber dann müsste ich ja aber auch einen Bogen irgendwie herstellen. Das wäre natürlich sinnvoll. Erstmal den Bogen, dann den Holzpfeil, oder? Oder sehe ich das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ne? Ach komm, schnell wieder. Pop. Okay. Wo sind die denn? Da sind sie. Ich kann noch mehr. Nee, kann. Ja. Wisst ihr, ich finde 60 besser als 40. So. Feuersteinaxt, Steinaxt, Keule, Hammer, Hacke, alles klar. Aber die Sache ist die. Was haben wir hier? Da können wir sowieso nichts machen irgendwie, ne? Was ist das? Repariere Gegenstand. Nein! Stand der schon immer da? Keule repariert. Wie, und. Warte mal. Hammer repariert. Nein, Steinaxt repariert. Und jetzt alles repariert. Der Hammer? Ich find's gut. So, dann suchen wir gleich nochmal Feuerstein. Trophäen haben wir noch keine da. PvP-Schaden aktiviert. Nein, dankeschön. Trophäen, nein. Das ist das. Und das sind die Sachen. Essen. Ah, das haben wir ja alle schon gemacht. Tod, bla bla. Werkbank, blub blub. Werkbank, aktive Effekte. Okay, so, dann, die Frage ist, stellt sich mir aber noch, wie baue ich einen Bogen? Ich muss doch irgendwie jetzt einen Bogen bauen können, das ist total sinnlos. Ich habe schöne Pfeile, finde ich total klasse übrigens, aber, was habe ich jetzt gemacht? Eine Steinaxt hergestellt. Wir brauchten unbedingt noch eine. So, aber ich kann mir hier keinen Dings herstellen und ich würde gerne wissen, wie ich das kann. Nein, nicht PvP-Schaden an. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich dafür noch mehr Erfahrungen sammeln oder so ein Scheiß. Es wird tags. So, mach hier schön die Luke dicht. Moment. So, die Keule dabei. So, dann lass uns mal ein paar Flintstones finden. Es ist schön, oder? Ich finde das Spiel total schön. Deswegen freue ich mich, dass ich das noch weiterspielen kann. Die Spitzhacke wäre nochmal mega, oder? Mhm. Du könntest was zu essen vertragen. Dafür müsste ich... Habe ich noch was am Start? Warte mal. Ich habe doch noch... Lass mal Mushroom essen. Hier. Aha, da sehe ich meine Gabel übrigens. Du kannst diesen Pilz nicht mehr essen. Aber die Erdbeere. Wahrscheinlich schmeckt der Pilz dann einfach nicht mehr so gut, oder? Die Baby-Elefanten, die aber auch Hirsche sind. Boah, den hätte ich beinahe erwischt, ich schwöre. War so nah dran. Geronimo! Nee. Oh, okay. Ah, die kriegst du auch nicht. Ich glaube nicht, dass du die so, Was ist denn das da oben? Ah, sind wieder welche Fraggles. Direkt aufs Maul oder was? Da waren auch Wildschweine, ne? Komm. Wildschwein!
Yes, ein Bogen kann ich herstellen. Soll da jetzt noch ein Wildschwein nehmen? Und ein Holzschild, das ist total geil. Okay, dann lass mal hier machen. Aber wir wollten noch ein bisschen Flintstone finden. Huch, was ist das? Nimm mit. Muss ich das denn an der Werkbank herstellen? Oder könnte ich jetzt so ganz locker aus der Hüfte... Ne, kann ich nicht. Ich muss tatsächlich einen Bogen an der Werkbank... Werkbank... Ne, lass uns das erstmal machen. Und vielleicht könnten wir aus dem Leder auch Klamotten herstellen. Und wir machen ein Holzschild. Und an ein Holzschild, das tun wir uns dann in die Kiste rein. Ebenso tun wir uns diese... Wer war da? Wer lauscht hier rum zu später Stund? Wer kriegt von mir gleich was auf den Mund? Hallo, gleich jag ich dich. Ja, lauf schon mal weg. Die Fische. Und Feuerstein. Allgemein mal so ein paar Steine mitnehmen. Wir sollten hier unbedingt noch von hier aus irgendwie so einen Palisadenzaun irgendwie richten. Aber groß genug, dass wir noch ein bisschen Platz zum Ackern haben hier. Für Acker. War das schon wieder einer von diesen Krähen, oder? So. Lass uns erstmal was herstellen. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir noch eine Kleinigkeit dafür. Weiß man ja nicht. So. Bogen. Wir brauchen Lederreste. Ich hab doch. Ich hab zweimal Lederreste. Alles klar, was können wir? Feuerstein. Ein scharfes Messer aus Feuerstein. Ah, und das könnten wir uns direkt auch machen. Zerlumptes Hemd. Und da geht's los. Wir können uns Klamotten herstellen. Aber definitiv, wir müssen jagen dafür. Wer war das? Er treibt sich hier bei mir rum. Hallo? Hallo? Okay, dafür brauchen wir jede Menge Shit. Gut. Wir müssen also nochmal jagen. Pack die Keule aus. Dann gehen wir mal dahin, wo wir die Wildschweine gefunden haben. Guck mal, ist gar nicht despawned. Oder liegt da noch so ein abgehackter... Nee. Okay. Ab durch die Wälder. Da ist ein Knubbeltier. Knubbeltier! Die gleich wegfliegen, Alter. Die haben auch keine Chance, ne? Oh, Lederdings, was du willst. Pilze. Ah, da hinten, Wildschwein. Was ist das? Gucken wir es gleich an. Erstmal ein bisschen Wildschwein machen. Oh, es wehrt sich, die alte Sau, hä? Wie viele Reste hat mir das denn jetzt gebracht? Nicht mal. Super, aber wir haben Fleisch. Okay, ich glaube fast, wir müssen wirklich diese Viecher hier, diese Hirsche, abmurksen. Aber ich glaube, die lassen uns nicht an sich an, ne? Hirschilein, komm mal her, ich will dir was zeigen. Hirschi, Hirschi. Hätte man ja hier auch ein Base bauen können und das mit einbinden können irgendwie, ne? Oh, noch mehr Pilze. Ja, nimm mal mit. Oh, nimm mal mit. Magic Mushrooms. Oh, da sind wieder welche, diese knubbeligen Motherfuckers. Bing, bing, bing. Damit hat er nicht gerechnet. Und nochmal Kopfhauer machen. Okay. Oh, ich bin dabei angeschlichen wie eine Katze. Wie duckt man sich? Du, ne? Nee. Was macht der jetzt? Ah, guck mal. Fertigkeiten verbessert, schleichen. Psst. Ganz nah dran. Du siehst mich einfach nicht.
friss was, kleines Ding. Und jetzt hau ich dich um! Oh, nicht getroffen, wa? Bleib stehen! Ah! Dabei habe ich so eine gute Aktion vorher gemacht. Das muss man nochmal so machen. Wir sneaken uns an diese Rieke. Die sieht mich nicht. Ja, putz dich mal schön. Ruhig, ganz ruhig. Und jetzt zermeil mich dich! Oh, ich hab sie echt getötet. Habe ich dafür was gekriegt? Hirschfell. Okay, aber nur eins, das ist echt lächerlich. Für einen Bogen brauche ich 8. Wieso brauche ich Hirschfell für einen Bogen? Ich will doch nicht mit dem Bogen kuscheln. Upsi, pupsi. Aber ich konnte hier konnte wieder was Neues bauen, ne? Da hinten ist er, Harry Hirsch. Was ist denn das? Achso. Diese Blümchen da. Harry Hirsch. Oh, der hat mich gleich gesehen, ne? Sieht mich gleich, erschreckt sich Bu und fällt tot um. Ja, dort ist wieder so ein Knuppeltier. Oh, ich habe mich gerade auch erschrocken. Ika kommt hier einfach so rein. Ich fühle mich nicht länger ausgeholt. Hört, hört. Ja, nützt ja alles nichts, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Wir brauchen noch Fleisch und Fell. Und sowas alles. Null. Einfach mal direkt null. Oh. Ganz ruhig. Es wird gleich vorbei sein. Du wirst es sehen. Dann gebe ich dir eins mit der Keule und du kannst nicht mehr stehen. Oh oh, 2 Stück dort. Ich wollte erstmal ganz kurz eben. Das geht auf die Ausdauer? Sneaken? Ernsthaft? Okay. Oh, ein schöner Strand dort, ne? Ich soll eine schöne Base machen können. So, jetzt aber langsam. Wo waren die? Dort, ne? Unten am Fluss. Hirschi, 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 Hirschi. Hirschi, Hirschi, Hirschi. Mal sind sie hier, mal sind sie dort. Aber auf jeden Fall nicht immer an einen Ort. Oh, Wildschwein. Oh, Keule! Gibt nur schon. Ja, Lederreste, gib her. Aber noch irgendwo ein Wildschwein. Da hinten. Komm her, du Sau. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Bären? Da ist noch ein Wildschwein. Nee, das sind, Dissel. Okay, wie viele Lederreste habe ich jetzt? Oder brauche ich noch? Oh, noch 3. Ruhig, ganz ruhig. Ja, dann esse ich jemand nur flott was. Das sieht rohes Fleisch. Gekocht schmeckt es besser. Aber wahrscheinlich in der Not und der Teufel und die Fliegen. Jetzt habe ich dich! Oh, voll von hinten auf den Arsch gehauen. Hirschfell. Okay, Hirschfell ist ein ganz anderes Fell als Schweinefell. Das sind keine Lederreste. Lederreste sind das, was wir brauchen, ne? Alter Vater. Hinten. Da laufen Lederreste rum. Kommt her, ihr Lederreste. Ich will euch verledern. Mal abledern. Lederreste!
Was habe ich gekriegt? Sag doch mal. Sagt er nicht. Ja, danke schön. Dann ist noch hier. Oh, oh, Knubbeltiere. Halt ein! Er war wohl ein bisschen stärker, wa? Für einen Moment war er ein bisschen stärker. Was war das? Oh, hat mich gesehen, wa? Hat mich gerocht. Ja, ja. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Na, 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 na. Und jetzt klatsche ich dir eine... Oh, daneben. Ach, je. Ist halt so. Wir brauchen Wildschweine tatsächlich. Die brauchen wir. Und die waren ja meistens weiter hier unten. Oh, oh, oh. Hier. Ich bin zu fett für diese Lücke gerade gewesen. Wäre schon wieder nachts. Glühwürmchen, die durch die Gegend fliegen hier. Glühwürmchen. Ein Gräuling. Sind das die Graugnome von Dings? Ja. Von Ronja Räubertochter. Noch mehr Gräulinge. Oder ein Hirsch. Esse. Der Graugnome kommt. Au. Jetzt hier, nicht hier, Schwein. Hier unten ist noch eins. Na, 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 na. Sechs, ich brauche noch zwei Stück. Boah, er ist geplatzt, Alter. Digga, der ist geplatzt. Da hat er mir nichts gebracht, kein hier. Es regnet und ich bin nass. So eine Kacke. Wer hätte denn jetzt bitte Regen bestellt? Thor lässt seinen Hammer schlagen. Ja, rein. Scheiße, ich mag nicht so gerne unvollendet irgendwie. Aber kann mich das verletzen? Ein Hirsch. Ah, da sind diese komischen Dingens, Frösche. Eine Nixe. Will denn sie einfach weiter fröschen? Oh, beinahe. Du wirst erschlagen. Die schwimmen. Oh, blub. Gib mir dich. Gib mir dich. Wir gehen mal rein in unser muckliges Heim. Passiert denn irgendwas Gruseliges? Ich meine, es donnert halt, ne? Nee, nee, da kriegen mich keine 12 Hunde raus bei dem Wetter. Ich glaube, der war jetzt gekochtes Fleisch, genau. Ich hoffe nur nicht, dass er so schnell vergammelt dann, ne? Ja, das ist gemütlich tatsächlich. Das ist wirklich gemütlich. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Muss aber aufpassen, beim letzten Mal habe ich die Dinger verkohlen lassen irgendwie. War dann auch nicht so klasse. Was habe ich denn noch alles für ungekochten Scheiß? Einmal danach noch, der Rest ist gekocht. Trophäen? Ah, guck mal. Schön. So. Genau, noch diese Asche haben wir noch. Warte mal, ich will mal eben ganz kurz. Hallo. Rechtbank. Holzschild. Was natürlich sehr geil ist. Aber zerlumpte Hosen, was braucht man denn dafür? Lederreste. Kacke. Ich will diese Lederreste nicht dafür ausgeben. Das heißt, oh, oh, schnell, das Essen ist fertig. Das heißt, wir müssen. Noch mehr Gegenstände? Das kann doch nicht sein. Wie viele von diesen Schwänzen haben wir denn? Keine mehr. Das ist das letzte Mal. Sehr gut. Wir müssen noch unbedingt mehr jagen, tatsächlich. Mehr Wildschwein jagen für die ganzen Reste, damit wir Klamotten kriegen. Aber das Wetter lässt uns hier gerade echt hängen, ne? So. Nützt alles nichts. Wir sind keine schönen Wetterjäger. Wir müssen auch bei so einem Wetter raus, so ja. Wir können uns ja dann immer noch gemütlich fühlen, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber wir müssen mindestens noch einen Lederrest haben, einen Bogen haben. Und dieser Bogen würde unsere Jagd einfach vereinfachen. Wir könnten nur noch gucken, ob wir uns ein Holzschild machen. Ja, irgendwie sowas. Aber erstmal brauchen wir Wildschwein dann. Du bist kein Wildschwein. Du fängst an zu frieren. Ja, das ist passiert bei so einem Wetter, wenn man nackt da rumrennt. Was war das? Da sind diese Nixen hier. Nur kann ich mit denen nichts anfangen. Noch eine. Die sind auch aggressiv, die greifen einen direkt an, ne? Da. Nee, das ist ein Hirsch. Ein verfangenes Hirsch. Ding. So, um das einfach mal grammatisch zu verbessern. Oh komm ey, das kann doch nicht sein. Ich will jetzt noch ein verkacktes Wildschwein haben. Aber du siehst die jetzt auch natürlich total beschissen, ne? Und wenn man was sieht, sind es diese Hirsche. Oder Rehe, was auch immer. Hirschkuh. Waren wir hier schon mal? Ein gestürztes Gebäude hier. Au! Au, was ist da denn? Was ist denn das? Ja, ich will das essen, aber darf ich nicht, ja? Was war das denn? Ha? Nee, nee. Lass mir mal die Finger von. Oh. Marschlang. Rindstein. Noch mehr Flint. Aber nichts von Wildschwein, ne? Das kann doch nicht sein.
Noch ein Wildschwein, bitte. Wildschwein, Schwein, Schwein. Da, gleich zwei Stück. Wir nehmen auch natürlich das zweite mit. Denn wir sind Menschen und wir sind gierig. Gierig. Na, ja, geht doch. Aber mein Lieber. Warte mal, ist da noch eins? Ich habe da was längst huschen sehen gerade. Wo sind wir hier? Da waren wir noch nie. Huch, was war das? Welche Kreatur wagt es sich, an mich ranzuschleichen? Das ist ein cooles. Naja, das ist nicht unbedingt Unterschlupf, ne? Nee, nee. Gut, dann lass uns mal wieder zurück nach Hause gehen und dann bauen wir uns den Bogen. Dann haben wir was schon mal erreicht heute. Und wir bräuchten noch mal Klamotten. Dafür müssten wir aber definitiv mehr Wildschweine jagen. Da. Flintstein nehmen wir mit. Flintstone. Oh, wat? Ne? Da, noch mehr Nixen. Kommt ruhig alle her, ich mache euch alle fertig. Da ist was Gruseliges, das leuchtet in Rot. Also ist ein Rundstein, ne? Sehe ich da noch ein... Ne, ich dachte, da wäre noch ein Wildschwein. Was erzählt uns dieses Steinchen? Kann ich nicht lesen. Achso. Als der Allvater Odin die Welt einte, vergaß er weder die Vanir, noch die Riesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeit als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Okay. Hirschilein, fang doch mal mein Stöckelein. Oh. Noch mehr. Ne Gräulinger. Noch mehr Nixen. So. Wir müssten doch bald eigentlich unser Zuhause erreicht haben. Hä, da bin ich schon mal gestorben offensichtlich hier vorne, wa? Ja, natürlich in der einen Folge, wo ich mich zu voll gepackt hatte und mich nicht mehr bewegen konnte. Habt ihr gerade den Blitz gesehen, der gerade... Oh, Alter, bist du blöd, ich hab mich erschrocken. Aber sowas suchten wir ja, ne? Wildschweine. Oh, das Wetter ist wieder schöner geworden. Die machen Geräusche, die Wildschweine, hör mal. Noch mehr Gräulinge. So One-Hit-Ding einfach. Was ist das? Was war denn das? Du bist nass. Ja, das ist möglich. Das sind, glaube ich, diese Nixen, die... Das sind, glaube ich, diese Nixen, die immer so rumschnattern. Also, so. Ah, wieder. Ich hab's gesagt. Die sind aber auch nur noch so ein Stissel irgendwie, ne? Wie kann das sein, dass mein Stock kaputt ist? So. Du fängst an zu frieren. Ja, das ist, liegt daran. Was brauche ich denn für ein Holzschild? Auch hierfür brauche ich Lederreste. Ey, ist ja ein Ding, ha? Scheißdreck. Eigentlich reparieren. Keule repariert. Siehst du, so muss man den Scheiß nicht mit sich rumschleppen. Okay. Dann lass es doch mal gucken, dass wir die mal... Achso, könnte ich auf 7 aber drücken. Dass wir mal einen gezielten Schuss... Muss den irgendwie auflegen oder was? Oder wie läuft das? Lass mal gucken.
Ey, was da hinten? Okay, so nicht. Alles klar. Und ist natürlich weggelaufen und ich kann natürlich nicht mehr schießen. Das ist eine Möwe. Ich habe einmal geschossen mit einem Bogen und sagt gleich, Fertigkeit verbessert Bogen. Alles klar. Du fängst an zu frieren. Wir hätten uns mal vielleicht irgendwie... Habe ich den getroffen? Nein, ich habe die Nixe echt getroffen. Ja. Super. Erstmal das Jagen, erstmal sich dran gewöhnen, ne? Aber ich glaube, wir finden dann... Uiuiui. Einen besseren Move. Wenn wir gedrückt halten. Oh, okay. Hat sich ausgemoved. Natürlich hat er uns gesehen. Ah, das geht auf die Ausdauer auch. Guck mal einer an. Nicht getroffen, Schnaps geworfen und sowas, ne? Ey, wie treffe ich den nicht? Also, man muss den Weg nicht nur zum Jagen benutzen. Er ist tatsächlich dafür geeignet, um irgendwie zu kämpfen. Also, so ist es jetzt tatsächlich mein Empfinden. Willst du mich verarschen? Ich hab den nicht getroffen. Ah, jetzt. Oh, dort. Naja, aber damit vereinfachten sich gleich vielleicht unsere Chancen ein bisschen. So, wir brauchen unbedingt nämlich noch... Oh, ich will auch mir ein Holzschild machen. Ich will so alles machen. Ich denke so an die Skelette. Die lasse ich mir nie irgendwie aus dem Kopf... Daneben. Okay, offensichtlich muss man ein bisschen höher anvisieren. Was ist das? Noch ein Rundstein. Kann ich nicht lesen. Höre diese Worte von Ulf. Ach, das hat man schon mal gehabt. Okay, genau. Jetzt haben wir schon mal den Bogen. Wir brauchen aber tatsächlich noch mehr... Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir uns nicht ausruhen. Guck mal, ich habe zwei Linkshammer. Ich weiß nicht warum. So nah. Und doch unsichtbar. Guckt euch mal an, wie schön das ist. Echt hübsch. Und wie gesagt, die Nixen sind, glaube ich, echt nur nachts unterwegs, ne? Und sie schnarchen, glaube ich, ein bisschen viel. Deswegen hört man die so schnattern. Mhm. Sie schlafen, sie schnarchen ganz laut. So, meine Kinderchen... Ah! Sie verarschen? Okay, sie schlafen wohl nicht tagsüber und sind putzmunter unterwegs auch. Ach ja, warte mal, das ist wieder ein Typ, der will's wissen. So. Was? Guck mal hier. Habe ich das liegen gelassen? Was denn? Was ist hier los? So. Wir müssen jagen. Wir müssen Wildschweine jagen tatsächlich, damit wir noch mehr Klamotten haben können. Und wir sehen hier tatsächlich Wildschweine, zwei Stück.
Was ist denn das da oben? Einfach, glaube ich, nur so ein Holzstamm, ne? Genau. Mhm, ja. Wie viel haben wir jetzt? 5. Wir könnten uns tatsächlich schon eine Klamotte herstellen. Hier scheine ich mal gestorben zu sein, ne? Aber liegt denn hier noch irgendwas von mir? Essen. Nö. Achso, ups. Ach du Blödkopf. Willst du mich verarschen? Level 2, ja, ha? Boah, geplatzt. Also. Yeah. Okay. Hat er hier Trophäen dagelassen oder was? Zu essen noch schnell? Oder Fell? Sowas in der Richtung. Ich meine, die Treffer kamen ja gut gerade eben, ne? So, den Rundstein hatten wir uns vorhin angeguckt. Ich glaube, Leute, wir gehen zurück in die Hütte. Dann lassen wir die Folge ganz gechillt ausklingen. Ah, den werde ich eh nicht treffen. Das wird nur Verballereien hier. Sei denn, der hält jetzt mal still. Oh, super. Treffer. Aber ich... Kommt er wieder zurück? Oh, was? Treffer. Kann ich ihn holen? Kann ich tauchen? Ich lach mich hier schlapp, wenn ich jetzt keine Ausdauer habe und ich ersaufe dann, ne? Tatsächlich? Alter, das war knapp. Gut, dann ab in die Hütte. Die Dings war... Achso, lass uns doch mal schnell eine... Was wollen wir machen? Oberziehteil, ne? Oh, oh, wieder kleine Fraggle-Monstrums. Graulinge. Oh, Alter, und der Dreck gleich so viel Macht gehabt, dass wir gleich so ein kleines Bäumchen weggebamst haben. Was ist das? Achso, ich will immer gleich übers Menü gehen, aber... Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich die Möwe kaputt schießen. Was hat sich wohl jetzt erledigt? Schade. Aber dieser Bogen sieht ja einfach phänomenal aus. Oben dick, unten dünn. So, Steine hinzugefügt. Macht er so automatisch, ne? Nicht schlecht. Da oben ist noch so... Ist das eine Nixe? Sind die so schnell am Laufen? Ach, schwach. Mist. Arschloch. Ah, Wildschweine, guck mal, wie viele. Aber eben sah es ein bisschen mehr aus, ne? Da waren so ein paar, ne?
Weißt du, ich laufe immer in eine Richtung in der Hoffnung, dass ich da immer was Gutes finde. Dabei waren die gleich um die Ecke, Wildschwein. Wie viel haben wir jetzt noch gesammelt? 8 Stück. Oh, wenn wir noch 2 finden würden. Aber gut, Kinderchen. Ich bin mir sicher fast, die finden wir in der nächsten Folge. Deswegen lassen wir es für heute gut sein. Wildschwein. Das wäre jetzt der Hammer, ne? Aber egal. Und wir sehen uns eben halt, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht. Und ich muss jetzt mal ein Knöppchen finden. Tschüss.